Also es war Anfang Juli 1962. Der nächste Lehrgang lief und es stand wieder die Gebirgsflugeinweisung an. Mittlerweile war das schon eine Routineangelegenheit. Der Flug mit zwei Tankstopps Richtung Mittenwald war bei bestem Wetter natürlich trotzdem immer eine schöne Sache. Dieses Mal gab es aber eine kleine Besonderheit. Wir hatten eine Alouette 3 zur Erprobung dabei. Sie wurde natürlich von unseren ältesten und erfahrensten Fluglehrern geflogen. Nach Ankunft im Mittenwald wurden erstmal die Unterkünfte bezogen und noch 2 Tage ohne Flugdienst zur Eingewöhnung befohlen. Dann ging's aber los. Die Flugschüler waren natürlich genauso beeindruckt von der majestätischen Bergwelt wie ich ein Jahr zuvor. In der ersten Woche machte die Ausbildung mit unseren Schülern schon gute Fortschritte, bedingt durch das gute Wetter. Am Anfang der nächsten Woche ging es eigentlich gleich so weiter. Bei meinem ersten Ausbildungsflug flog ich mit meinem Schüler im Krottenkopfgebiet einen sehr schmalen Landeplatz auf einem Grat an. Die Höhe war nicht das Problem an diesem Landeplatz, sondern der schmale Bergrücken und der Landeplatz selbst. So haben wir auch eine halbe Stunde mit mehreren Landungen hier verbracht. Bei der letzten Landung erschien plötzlich die Alouette 3 und umkreiste uns. Dieser Hubschrauber war etwas größer als unserer, hatte viel mehr Leistung und ein Dreibeinfahrwerk. Das heißt ein Bugrad und das Hauptfahrwerk mit je einem Rad. Im Gegensatz zu 2 Kufen wie bei unserer Alouette 2. Scherzhaft fragte ich die Piloten über Funk in der AL3, »Na, schafft das mit eurer großen Mühle hier zu landen?« »Wirst du gleich sehen«, kam prompt die Antwort. Ich kreiste in geringer Höhe über dem Landeplatz und sah mir das Schauspiel an. Sehr sauberer Anflug, dachte ich mir. Sind eben die Besten. Die Landung war natürlich auch gut. »Tja, mein Kleiner, es geht auch mit einem größeren Hubschrauber«, sagte der Pilot, startete und flog Richtung Osten zum Karwendelgebirge. Nach etwa 20 Minuten waren wir wieder am Landeplatz der Kaserne und es war eine ziemliche Unruhe zu bemerken. Mein Chef kam auf mich zu und fragte, »Haben Sie die Alouette 3 gesehen?« »Ja, im Krottenkopfgebiet und von da aus ist sie Richtung Osten zum Karwendel abgeflogen.« In dem Moment kam ein Soldat angelaufen und schrie von Weitem, »Im Karwendel ist ein Hubschrauber abgestürzt. Ist der von euch?« Wir schauten uns ganz erschrocken um, zählten unsere Hubschrauber durch und einer sagte, »Nee, sind alle da.« Da sagte unser Chef, »Mist, die AL3 fehlt.« So wurde es dann auch bald Gewissheit. Unsere Alouette 3 war abgestürzt. Wieso? Warum? Weshalb? Und was mit der Besatzung war, das war noch völlig ungewiss. Die Bergretter stiegen zur Absturzstelle auf, um mehr Klarheit zu schaffen. Nach gut 2 Stunden dann die erschreckende Meldung. Der Hubschrauber ist total zerstört. Alle Besatzungsmitglieder fanden beim Absturz den Tod. Alle Berufspiloten werden irgendwann mal mit dem Fliegertod von Kameraden oder Kollegen in Verbindung kommen. Meistens trifft es aber andere. Man ist zwar betroffen, geht dann aber schnell zur Tagesordnung über. Aber hier waren es 3 unserer Kameraden, ein französischer Testpilot und ein französischer Mechaniker. 5 Leben einfach so von einer Sekunde zur anderen ausgelöscht. Besonders tragisch, unsere 3 Kameraden haben als Kampfpiloten den 2. Weltkrieg überlebt und kommen mitten im Frieden bei einem einfachen Erprobungsflug ums Leben. Was war passiert? Die Unfalluntersuchung hat ergeben, der Hubschrauber ist mit dem Bugfahrwerk in eine Materialseilbahn eingeflogen, hat sich nach vorn überschlagen und ist dann abgestürzt. Diese Seilbahn war von einem Bauern ohne Genehmigung und widerrechtlich zum Abtransport seiner geschlagenen Bäume eingerichtet. Alle in den deutschen Alpen errichteten Seilbahnen müssen genehmigt werden, bevor der Bau beginnt. Es gibt eine Behörde, die Deutsche Alpenhinderniszentrale. Dort sind auf großen Landkarten alle Seilbahnen und Skilifte verzeichnet, auch die im Bau befindlichen. Bevor wir unseren Gebirgsflug beginnen, werden unsere Karten dort berichtigt, damit wir wissen, wo die üblen Drähte zu erwarten sind. Diese Seilbahn am Karwendel war, außer dem Waldbauern selbst, niemandem bekannt.
Unsere drei Kameraden wurden mit allen militärischen Ehren begraben, aber wem nützt das noch? Einige Jahre später hat sich der Mittenwalder Bergbauer das Leben genommen. Offensichtlich kam er mit seiner Schuld nicht zurecht. Mit meinen 23 Lebensjahren glaubte ich, das alles abschütteln zu können. Weit gefehlt. Ich hatte nach der Rückkehr von Mittenwald 2 Wochen Urlaub und in den Nächten furchtbare Albträume und kurz danach eine massive und sehr schmerzhafte Gürtelrose. »Das sind die Nerven, die Ihnen da einen schmerzhaften Streich spielen«, sagte mein Fliegerarzt. Der Rest des Jahres verlief ohne weitere Zwischenfälle. Zum Jahresende konnte ich das erste Mal Weihnachten mit meiner kleinen Familie feiern, was ich sehr genossen habe. Auch der Jahreswechsel verlief sehr ruhig, aber nicht, weil wir nicht feiern konnten, sondern weil unser Gastgeber der Silvesterparty gemeint hat, erst zu Mitternacht eine dünne Silvester-Feuerzangenbowle servieren zu müssen. Selten so gelacht. Nach Neujahr begann wieder der Dienst. Zu fliegen gab es reichlich, denn in diesen Aufbaujahren der Bundeswehr wurden Hubschrauberpiloten en masse gebraucht. Wenn ein Lehrgang nach 6 bis 7 Monaten zu Ende war, da ging sofort wieder ein neuer los. Es war Mai und ein recht schöner Tag. Genau gesagt war es der 18.05.1963. Mein Hörsaalleiter beauftragte mich, einen anderen Fluglehrer auf unserer festgelegten Tiefflugstrecke einzuweisen. Also Flugvorbesprechung und Kartenstudium machen. Die Flugstrecke ging durch das Weserbergland und war als schmaler Korridor eingezeichnet. Auch alle Hochspannungsleitungen, die in unmittelbarer Nähe waren, wurden als dicke rote Striche auf der Karte verzeichnet. Nach der Vorbesprechung ging es dann los. Es war, wie gesagt, ein schöner frühsommerlicher Morgen. Ein bisschen diesig war es. Die Vorflugkontrolle der Maschine verlief reibungslos und wir konnten einsteigen. Anlassen war schnell erledigt und wir flogen ab. Zunächst in 500 Fuß bis in die Nähe von Hameln, denn dort begann die Tiefflugstrecke. Also runter auf eine Flughöhe von 10 bis 30 Fuß. Es macht natürlich ungeheuren Spaß, in dieser Höhe mit nahezu 200 km/h durch die Landschaft zu brausen. Aber man muss sich natürlich sehr konzentrieren und den Blick ständig weit vorausrichten, um Hindernisse, wie zum Beispiel Hochspannungsleitungen, rechtzeitig zu erkennen und zu überfliegen. Das Fliegen in dieser geringen Flughöhe braucht sehr viel Übung und schon einigermaßen fundierte fliegerische Erfahrung. Mein Einzuweisender machte die Sache aber sehr gut. Immerhin war er ja auch Fluglehrer, aber eben nicht auf dieser Tiefflugstrecke eingewiesen. Wir hatten circa 3/4 der Strecke hinter uns und flogen entlang der Weser im Raum Bodenwerder. Schau, da vorne geht die Hochspannungsleitung von der Weser den Berg hoch. Wir überfliegen sie an dem Mast direkt an der Weser, sagte ich zu meinem Einzuweisenden. Einen winzigen Moment später gab es einen ungeheuren Ruck in dem Hubschrauber und wir stellten fest, dass die Bewegungen des Steuerknüppels und auch des Pitches blockiert waren. Der Hubschrauber war also unsteuerbar geworden. Beide Piloten waren nur noch Passagiere, ohne Einfluss auf den Flugweg. Unsere Alouette flog unter Fahrtabnahme nach links drehend der Wasseroberfläche der Weser entgegen. Die Landung auf dem Wasser erfolgte erstaunlich sanft. Aber der Hubschrauber kippte dann doch langsam nach rechts, also auf die Seite, auf der ich saß. Kurz darauf bekam der voll drehende Hauptrotor Wasserberührung. Die Maschine wurde fürchterlich durchgeschüttelt und das Wasser sah für einen Moment aus wie der Schaum einer Waschmaschine. Es wurde dann erstaunlich schnell still. Der Rotor, beziehungsweise das, was davon noch übrig war, stand und das Triebwerk war aus. Eigentlich war ich ganz entspannt und dachte nur, schnell raus, bevor die Kiste absäuft. Aber das wurde sehr schnell zum Problem. Die Maschine sank relativ schnell, die Kipptendenz nach rechts nahm zu und das Öffnen der Tür war unmöglich, da der Wasserdruck mit Macht die Tür zudrückte. Aber mein Flugschüler saß noch neben einer vom Wasser unberührten Tür. Ich rief ihm zu, mach die Tür auf, schnell! Er reagierte nicht. Ich rief noch mehrere Male, er soll die Tür öffnen. Mittlerweile reichte mir das Wasser schon bis zum Mund und nichts geschah. Meine Gedanken sagten mir schlicht und einfach,
Wenn ich in den nächsten Sekunden nicht aus dem Wrack käme, würde wohl alles vorbei sein. Dabei war ich völlig ruhig und hatte auch keinerlei Angstgefühle. Als ich gerade noch einen letzten Blick nach links wandte, sah ich die linke Tür wegfliegen und spürte einen Schuh auf meiner Schulter. Das war das Signal, die Anschnallgurte zu lösen und auch aus der linken Tür zu flüchten. Der Hubschrauber lag inzwischen komplett auf der rechten Seite. Noch ein kurzer Sprung und ich schwamm in der Weser. Ein paar kurze Schwimmzüge und wir konnten ans Ufer klettern. Wie wir beide so am Ufer standen, sprudelte es vollkommen unfreiwillig aus mir heraus. Mann, wir haben, glaube ich, die Badesaison eröffnet. Dieser Spruch hat mir dann noch jahrelang nachgehangen. Mein Schüler schaute mich nur stumm an, drehte sich herum und sprang wieder ins Wasser. Oh, verdammter Mist, dachte ich mir, jetzt taucht er auch noch unter. Was soll ich nur machen? Hinterher springen habe ich mir in dieser Situation einfach nicht getraut. Gerade den blassen Willi von der Schippe bzw. Sense gesprungen und dann wieder rein ins Wasser? In diesem Moment tauchte mein Kumpel wieder auf. Mann, was war ich froh. Wie er wieder am Ufer steht, frage ich ihn gleichzeitig besorgt und vorwurfsvoll, sag mal, bist du verrückt geworden, wieder ins Wasser zu springen? Was sollte das denn? Mich so zu erschrecken. Daraufhin sagt er mit völlig ernstem Gesicht, ich musste doch das Bordbuch unbedingt bergen. Darauf ich, du Schwachkopf, in diesem eisigen Wasser kann man sich doch den Tod holen. Jetzt konnten wir nicht anders. Wir fielen uns in die Arme und mussten erstmal furchtbar lachen. Jetzt sahen wir auch an dem im Wasser liegenden Hubschrauber die Ursache unseres Unfalls. Um den Rotorkopf war eine größere Menge Kupferdraht gewickelt und hatte die Steuerstangen blockiert. Also hatten wir irgendwo eine Telefonfreileitung gekappt, und zwar genau an der Stelle, wo es den gewaltigen Ruck gab. Wir schauten also den Fluss entlang, dorthin, wo es ungefähr gewesen sein musste. Aber wir konnten keine Telegrafenmasten entdecken. Rätselhaft. Wir ließen es erstmal dabei bewenden. Schließlich wird dieser Unfall ja akribisch von einer Flugunfallkommission untersucht werden und die werden die Masten schon entdecken. Aber das Drama war noch lange nicht zu Ende. Handys gab's ja noch nicht. Also, wo ist das nächste Telefon? Ha, schräg gegenüber ist ja ein Restaurant und die hatten eine Telefonzelle direkt am Eingang. Also Geld einwerfen, die Nummer unserer Einheit gewählt und warten. Nach einer ganzen Zeit merkte ich endlich, da ist ja gar kein Freizeichen zu hören. Wie kommt denn das? Ach, ganz einfach, du Dussel, du hast ja gerade die Leitung selber mit deinem Hubschrauber gekappt.